Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Base. Ich bin Puck und wir sind immer noch Maria die Zweite von Portugal. Heute gibt es ja ein normales Dungeon, also normal lang, normal kurz, wie auch immer ihr es gerne nennen wollt. Fangen wir mal an. An Feedback gab es eigentlich jetzt einiges, aber jetzt nichts großartig, was die Pläne in Frage stellen würde. Das heißt erstmal stumpf weiter in Richtung Astronomie. Außer, ich glaube, es war Ossi oder Cotillion, ich bin mir nicht ganz sicher, die vorgeschlagen haben, ob man einen kleinen Ausflug machen könnte über Alphabet. Kann man machen, damit man mal sieht, was die Gegner an Text haben. Aber bevor ich das mache, gucken wir doch einfach mal, verklickt, verdammt, gucken wir doch mal nach, ob wir es nicht so schon sehen können. Denn bis auf bei Menelik können wir das sowieso schon sehen. Er ist zwar der auch am weitesten vorne ist, aber er kann mich auch halbwegs leiden, weswegen ich spontan dazu tendiere, Alphabet auszulassen, weil es mich einfach nur um 9 Runden verzögern würde. Ich habe ja auch keinen Forschungsbonus irgendwohin. Deswegen würde ich mal spontan sagen, ich verzichte auf Alphabet. Gut. Im gleichen Atemzug wollen wir dann mal weitermachen mit den Portugiesen. Okay, das Portugiesreich hat eine Stadt vom Dalai Lama erobert. Na gut, ist doch nicht gerade clever, hier im Hinterland eine Stadt zu haben, auch wenn es Silber ist. Oder hat er? Na gut, der hat noch anderswo Silber, also war jetzt nicht unbedingt so clever die Idee. Na egal, aber ansonsten ist der gute Typ schon so ein bisschen gekniffen, fällt mir gerade auf. Also, ich weiß jetzt nicht, aber Quam Do, würde ich mal sagen, ist die Zweitstadt gewesen. Und Orléans an sich ist ja gut mit zweimal Nahrungssteinen und noch Perlen. Muss man ja mal zugeben, aber wenn man mal das Restland sieht und man sollte selbst mit Tieren und was nicht alles vorher erkundet haben, dass das nicht clever ist. Gott, die KI. Die KI. Na egal. So, hier war jetzt das Hauptziel erstmal auf Größe 8 zu wachsen, weil dann kann ich peitschen. Kching. Genau. Ansonsten hier noch eine Stadt hin. Muss ich mal gucken, vielleicht nach Coimbra. Nach dem Gerichtsgebäude in Coimbra. Genau. Gucken wir noch mal. Ein Siedler, 28 Runden. Ja, die Stadt wächst gerade eh nicht, von daher kann man es schon mal tun. Lagos. Okay. Der Franzose Richelieu rollt jetzt einfach mal den guten Dalai Lama auf, den ich noch nicht kennengelernt habe. Fällt mir gerade auf. Das ist nicht schön, nicht wünschenswert. Gut, gucken wir mal hier. Drei mehr oder weniger nutzlose Felder. Pop 4 für 90 Hämmer. Machen wir das. So, diese Stadt kann grundsätzlich ja auch halbwegs produzieren, muss man mal ja ganz offen so zugeben. So, damit die Stadt nicht allzu schnell wieder nachwächst, wegen Unhappiness. Lege ich erstmal ein Wissi. Habe ich jetzt vor, eine Kaserne reinzubauen. Weil dann kann man immer noch mit 1, 2, 3 Minen, vielleicht hier sogar, ne, ist normale Ebene, kann man hier mit 3 Minen plus der Goldmine halbwegs und dem Inji eventuell Prot reinkriegen, um etwaig Militär zu produzieren. Da ist dann das schon ganz vorteilhaft, würde ich mal so sagen. Wo ich sehe gerade, habe ich ganz übersehen, mea culpa, in Evora schraube ich ja schon an einem Siedler, der ist auch deutlich schneller da, genau.
So. So, in 4 Runden wächst die Stadt. Danach kommt eine Bib. Die Bib kann ich peitschen, kann auch wieder 2 VCs einstellen. Ja, gefällt mir die Idee. Dass ich hier so eine verkappte Specialist-Economy fahre, naja. Normalerweise bei solch isolierten Starts ja mit das Beste, was man haben kann. Zumindest das Potenzial für VCs. Jo, bauen wir noch mal oder ein bisschen mehr auf Kommerz ausgelegt. So konnte ich noch mal, ich glaube, 14 Kommerz rausdrücken aus den normalerweise recht kleinen Städten. Richelieu übernimmt die Theokratie und das Vasallentum. Irgendwie kommt die Reihenfolge nicht hin. Erst den Krieg machen. Und dann, naja, das ist das Thema. Das seetaugliche französische Volk hat die Quest der Hafenmeister erfüllt. So ein Dreck. So, das Schöne ist jetzt, dass das wachsende Chavez ganz, ganz viel Hütten belegen kann, dank der 2 Ressourcen. Da steht noch nicht mal ein Leuchtturm. Wofür wir aber gleich sorgen werden. Ja, ich könnte jetzt natürlich hier auch was anderes reinbauen, aber ich möchte hiermit diese 2 Gebäude fertig haben, weil danach wächst die Stadt schnell genug, kann Hütten belegen und zwischendurch auch mal wieder die ein oder andere Peitsche vertragen. Ich muss kurz überlegen, wo war Braganza? Hier war Braganza. So, mit O. So, die Peitsche musste jetzt sein. Warum muss die Peitsche sein? Ganz simpel. Ne, erstmal die Schmiede. Happiness hier, kein Problem, habe ich schon gesehen. Weil die Stadt mit 10 Unterhalt jetzt nur noch 8,43 extrem viel gekostet hat. Natürlich auch viel gebracht hat durch die Spezies, aber nichtsdestotrotz ist das, denke ich mal, das schlimm bessere Ergebnis für die Stadt. So. Hier die Stadt könnte rein theoretisch dort eine Mine belegen. Hier Steine. Das hier könnte auch meine Protstadt werden, wenn man so will. Das heißt, auch hier eine Kaserne für Militär. Man muss ja auch mal halbwegs langfristig denken. So. Deswegen, weil ich das hier auch nutzen könnte als Protstadt, werde ich hier auch keine Windmühle, sondern eine Mine draufsetzen. Nächste Runde wachsen hier sehr viele Städte an. Ah, das Tibetische Reich hat sich gewehrt und die Stadt Marseille erobert, nachdem hier Kwanxiang oder whatever erobert wurde. Ja, das ist alles noch sehr schön, wenn man das von der Ferne aus beobachten kann. So, nächste Runde muss ich wieder Stadtrundgang machen, weil so viele Städte wachsen. Ein weiser Mann folgt nur sich selbst. So, als nächstes geht es dann zu fortgeschrittener Seefahrt. Geht ja auch recht zügig, muss man mal ganz ehrlich zugeben. 3 Runden können wir sogar fast durchforschen. Aber nein, das ziehen wir wohl. Vielleicht gleich noch 1, 2 Runden sammeln, gucken wir mal. So, mit O. Belegung gefällt mir. Dass mir das nicht aufgefallen ist, eben beim ersten. Naja.
So. Pharao sieht inzwischen auch schon wirklich gut aus. Und wenn es noch einmal wächst, dann kannst du das letzte Gold belegen und dann... Wow, finde ich, wie gesagt, sehr schnieke. So. Obwohl einmal zurück. Belegen wir doch lieber die noch wachsende Hütte. Pop 3 für 65 und weg damit. Zack. Als nächstes bauen wir dann hier etwas noch für die Happiness rein erstmal. Auch wenn der Hafen natürlich verlockend ist. So, zack. Bauen wir das. Danach erstmal die Arena fertig. Danach gucken wir da mal spontan. Sintra. Pop 4. Nee, ist noch gar nicht angebaut. Nein, nein, nein. So nicht. So schnell schießen die Preußen nicht. Zack. So, dann kann man hier auch gleich vielleicht Wissis einstellen, sobald die Stadt wächst. Abrantesch. Kommt auch langsam aus dem Pushen. So weit, so gut. Tutti. Also nicht perfekt, aber kann ich mitleben. So, in 2 Runden habe ich auch eine nächste große Persönlichkeit. Großer Wahrscheinlichkeit nach einem Visi. Ich muss mal gucken. Ich glaube, der wird als erstes das nächste Alphabet forschen, wenn ich die Bob-Reihenfolge in Erinnerung habe. Richelieu. Ohne Witz, das ist normalerweise, wo ich aus meiner Grafendiplo-Haltung sagen würde, verpiss dich, vor allem bei dem Gesicht, was mich anguckt. Aber wenn ich mein Gefühl mit reinzähle, dann sagt mir das sowas wie, das ist die letzte Warnung, bevor ich dich mit Galeonen besuchen komme. Die ich noch nicht habe, aber bald. Ich weiß nicht, Genghis lasse ich einfach leichter abprallen, gefühlt. Er ist listig philosophisch, aber... Ich weiß nicht, ob es einen Reference Guide gibt hierzu, aber ich glaube, das kann man auch aus den Einträgen der Zivilopädie rauslesen. Aber ich glaube echt, dass der hier so ein kleiner Assi ist. Nee, stimmt, im Base Wiki stand das, glaube ich, drin, wie sich die Leute verhalten. Ja. Ihr kleinen Pisser. Entschuldigung für die Ausdrucksweise, aber solche Pissnelken gehen mir auf den Sack. So. Wie gesagt, bei dem hatte ich jetzt echt das Gefühl, auch wenn ich ihm punkttechnisch überlegen bin, dass der noch vorbeikommt, sobald ich was mache. Ich weiß, normalerweise müsste man jetzt total deppert sein, aber ich habe das Gefühl, dass mich Genghis in Ruhe lässt, auch wenn er hier mit dem Tributzoll und bla 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 nicht so richtig zurechtkommt. Und er auch eigentlich der Mächtigere ist. Das war, wie gesagt, naja. Das war ja klar. Es musste ein Händler werden. Es musste einer sein. So. Nächste kommt dann in Braga. Und das wird auch schneller gehen als die angekündigten Runden, weil ja noch mehr Spezies dazu kommen, genau. So. Ferdinand de Magellan. War das nicht Fernando oder habt ihr das extra eingedeutscht? Der will Alphabet forschen, Golden Age. Ist grundsätzlich nicht verkehrt, aber ich glaube, es kommt auch gut, wenn man den Pharao noch ihn ansiedelt. Da steht ja auch schon Markt, immerhin.
Wobei mir eigentlich viel wichtiger ist die Spezi-Punkte. Nicht Spezi-Punkte, sondern die Forschungspunkte, die dauerhaft dabei sind, zu nutzen. Genau. So, gucken wir uns mal die Städte an. Wachstum in 63 Runden. Das passiert so schnell nicht. So. So mit O. Gut. Die Stadt soll jetzt auch nicht zu schnell nachwachsen. Die Kaserne ist zwar toll und schön, aber genießt jetzt nicht die oberste Priorität. Wobei, mir fällt da gerade was auf. Was ich natürlich machen könnte, ist, ich könnte jetzt hier einmal die Nahrung wegnehmen, einmal Wahl, einmal das belegen. Die Stadt wird etwas schneller wachsen. Ich würde etwas Forschung verlieren. Könnte dadurch in der Stadt dort unten hier in Braga quasi schneller nachwachsen lassen. Wobei, was wird mir das wiederum bringen, wenn ich noch die Schmiede peitsche? Also ja, zumindest jetzt rein auf die Spezizucht angerechnet, wird das nichts bringen. So. Damit ist Faro wirklich schon ganz gut dabei, muss man mal zugeben. So, noch 9 Runden, bevor ich peitschen kann. So ein Dreck. Pop 3 für 108 Hämmer und weg damit. Und als nächstes bauen wir jetzt einen Hafen. Wie gesagt, jetzt, wenn eine BIP drin steht, kann ich auch noch Wissis einstellen beim Wachstum verhindern, quasi. Sehr schön. Ich liebe es, wenn Hütten von selbst belegt werden. Dummerweise sind es die einzigen Felder, die ich Stadt belegen kann, aber das ist eine andere Sache. So, drehen wir jetzt mal die Forschung auf. Ich werde jetzt auch nicht ausgeglichen forschen, aber nur ganz wenig sparen, weil ich habe jetzt keinen Bock mehr, dass jetzt in der Phase, wo die Leute Astro erforschen, mir auf die Pelle rücken. Ich quasi zu viel Geld habe und dann sowas ablehne. In einem Fernland wurde die Kopernikusche Sternwarte errichtet. So, wie gesagt, man kann jetzt natürlich Alphabet blubbern, wenn man lustig so einen Golden Age starten, aber ich siedle ihn an und kriege dafür erstens mehr Geld und zweitens wächst Faro etwas schneller. Ich muss mal gucken, ich kann hier das noch und die hier noch Verwindmühlen rein, theoretisch. Dann könnte die Stadt noch etwas wachsen. Oder ich könnte auch die beiden verhütten, aber bis die Felder belegt sind. Andererseits muss man mal spontan gucken dann gleich. Was mich noch kurz interessiert, ist die Kopernikusche Sternwarte. Was braucht man dafür? Optik. Das heißt, zumindest irgendeiner hat Optik. Mal gucken, ob wir auch rausfinden können, wer. Der Äthiopier hat es. Hat man ja gerade sehen können. Die Kopernikusche Sternwarte. So. So, eine Runde sammle ich das Geld und dann wird ein bisschen ausgeglichener geforscht. Aber wenn man jetzt bedenkt, dass. Okay, Roosevelt habe ich noch getroffen, der Amerikaner. Der kann mich sogar leiden, sehr schön. Offene Grenzen. So, dann drehen wir jetzt mal ein bisschen auf und sammeln noch, oder wir forschen noch bei 20%, dann sammeln wir etwas Geld, nicht unglaublich viel, aber besser als nichts. Jetzt haben wir auch mal die Amerikaner noch kennengelernt, die aber so richtig keine Chance zu haben scheinen gegen die
Maya, Neken. Maya, wie auch man es nennen möchte. So. Wie jetzt? Lissabon unglücklich. Wie denn das? Es ist hier einfach zu bevölkert. Wie ist denn die Stadt gewachsen, bitte? Na egal, in zwei Runden ist sie wieder happy, sobald dort die Schmiede steht. Ich habe doch eben noch geguckt, da war doch irgendwie 63 Runden bis Wachstum. Habe ich irgendwas übersehen bei fortgeschrittener Seefahrt? Kogge, Galerse, Werft und Arsenal. Nö. Aber jetzt kann man auch mal die Idee aufwerfen, wo ich denn das Arsenal reinbauen könnte. Natürlich bietet sich da Santarem an, hahaha. Ist das Arsenal überhaupt überschussfähig? Also irgendwie eine Werft produziert mit Steinen, das habe ich. Also ist das quasi wirklich nur umbenannte und neues Bild Moais. Dadurch, dass es mit Steinen schneller produziert ist, okay. Dann würde ich fast dazu tendieren, das Ganze in Sintra zu bauen. Weil Sintra hat zumindest ein vernünftiges Brotfeld, hat zweimal Nahrung. Kann durchaus was werden. Oder man könnte es auch im Braganza machen. Wenn man hier die ganzen Felder nutzt, plus die Minen hier, könnte sich das durchaus auch ausgehen. Und beides würde meines Erachtens nach durchaus Sinn machen. Oder Lagos, wenn man möchte, dann kann man hier nämlich auch ähnlich wie oben in Braganza vorgehen. Nur dass Braganza für mich ein noch toteres Nest ist als Lagos. Lagos hat ja zumindest Minimalsinn sonst. Muss ich mir nochmal Gedanken machen. Aber rein punktetechnisch bin ich ja zumindest nicht ganz so weit entfernt. Ja, ich weiß, 700 Punkte zu Minilik, aber ich meine jetzt, ich bin zumindest wirklich im gesicherten Mittelfeld. Bei Beyond the Swords, das normalerweise auf diesem Schwierigkeitsgrad noch ein ganz gutes Sprungbrett meines Erachtens nach. Ja, die Stadt soll ruhig noch wachsen. Da kann ich schon noch schnell genug die Bremse reinkloppen. Ich muss mal gucken, ich wollte gerne das Gericht über den Sagres oder Chagres, wie auch immer man es nennen möchte, peitschen. Okay. So, wenn man davon ausgeht, dass ich das meiste hier raus, so würde ich Nahrung wird. So verliere ich zwar eine Nahrung, kriege aber weiterhin eine Hütte, eine Flusshütte sogar dazu. Ja, besser als nix. Manchmal muss man da echt Abstriche machen, das ist nicht schön. So. Aber 11 Unterhalt, das ist doch bitter. Okay, hier steht schon das Gerichtsgebäude. Abrantes ist wirklich so cool und kann jetzt Stück für Stück noch weitere Hütten belegen. So muttert. So, hier kommt dann wiederum jetzt ein Windmühle drauf, weil die ja dann für Coimbra wäre. So, in drei Runden haben wir dann auch den Siedler aus Evora. So, die Stadt wächst noch, ist gewachsen. Natürlich ist das letzte Feld noch was. Da hat übrigens gerade geklackert. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war. Ich hoffe nicht, dass der Ton jetzt weg ist. Wäre doof. Nee. So. Rasten wir uns noch irgendwie bis Forschung, bis Optik und dann haben wir es für heute. Ja, habe ich auch wieder ein bisschen überzogen, aber egal. Machen wir hier auch noch eine Hütte drauf, dann belegen wir noch die zwei Flusshütten und wachsen dann quasi in die Goldminen rein. Ich bin jetzt ja nicht mehr ganz so abhängig davon. Natürlich immer noch unschön, aber nicht mehr so abhängig. Der erste Eindruck zählt der schlimmste Feind von Genghis Khan.
Habe ich ihn irgendwo hier kennengelernt? Ist er zu mir gekommen oder was? Karacke von Menelik. Karacke? Naja, gut. Ho Chi Minh hat kapituliert und dient. Nein. Das ist nicht schön. Achso, der ist kreativ, deswegen hat er wahrscheinlich aus Zufall eine Karacke gebaut. Zumindest wenn ich jetzt raten müsste. Kann man jetzt übrigens sehen, Lissabon ist auch wieder happy. Und belegt auch schon wieder reichlichst Hütten. Finde ich sehr schön. So. Wie gesagt, darüber lässt sich jetzt natürlich streiten, aber die Stadt wächst so etwas schneller, also minimal zumindest, und wächst jetzt wieder in die Goldminen hinein. Natürlich könnte man jetzt sagen, man könnte nur eine Stadt hier gründen, damit man dann die Goldfelder immer darauf belegt hat, aber es gibt einfach Sachen, die sind, nee. Oder man könnte mit Abrantes diese Hütten belegen, aber das ist wiederum das, warum die Stadt wächst, und ich möchte, dass die Stadt noch ein bisschen wächst, zumindest Pharo, dass sie quasi langsam an ihr Cap rangeführt wird. Aber damit hat sich der gute Genghis Khan auf die, nennt Pole Position, wäre übertrieben, aber schon so ein bisschen nach vorne gedrängt, womit eigentlich keiner so richtig gerechnet hätte. So, einmal aufdrehen und dann noch eine Runde normal und dann haben wir es auch schon. Sehr schön. Nur so immer um die 100 Gold auf Reserve haben für irgendwelche Events, die kommen könnten. So. ...20% ist ein ganz guter Ansatz in Hinsicht. Santarem würde schrumpfen, das kann ich ja so nicht zulassen. Santa Maria. So, jetzt kann es auch wieder wachsen. Und das hier hat auch definitiv genug Felder, um erstmal noch weiter zu wachsen. Kann man jetzt nicht sagen, aber das kommt schon noch. Jetzt muss erstmal Santarem wieder ein bisschen angefüttert werden, wenn man so möchte. Genau. Sieht ansonsten soweit im Moment ganz gut aus. So. Fangen wir doch, obwohl, jetzt könnte ich auch mein Inji schon mal einstellen. Kann ja nicht schaden, wenn man auch Inji-Punkte sammelt. Und damit haben wir es geschafft. Optik ist erforscht. Wir sind auf einem guten Weg. Man kann keine neuen Länder entdecken, ohne die Küste aus den Augen zu verlieren. So, jetzt müsste ich ja rein theoretisch auch Happiness bekommen über ihr wisst schon, über Wale. Ich dürfte ja auch noch genug Arbeitsbrot unterwegs haben, ein, zwei Stück mindestens. Und jetzt, der Umweg ist noch extrem lang gefühlt, aber über die Theologie, Papier, Kartografie geht es dann in Richtung Astronomie. Wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, noch gefühlte 30 Runden, wovon bestimmt der Macho-Anteil, also 15 bis 16 oder vielleicht sogar 20 Runden Astro sein dürfte. So, zoomen wir mal raus, gucken uns das Ganze an. Unser Land ist gewachsen, uns geht es gar nicht so schlecht. Ich peitsche jetzt nicht mehr ganz so heftig hinterher die Städte, weil die wichtigsten Gebäude einfach schon stehen. Ansonsten wäre es noch nett für mich zu wissen, wo würdet ihr am ehesten das Arsenal sehen? Zur Auswahl würde ich persönlich stellen Sintra, Braganza und Lagos. Wobei ich eigentlich Sintra und Braganza bevorzugen würde. Etwaig
Könnte man auch Santarem nennen, aber da fehlt mir einfach die Grundbrot. Da müsste ich wirklich alles reinpeitschen. Was aber mit Steinen auch nicht das, entschuldigt, unwahrscheinlichste wäre. Oder Porto könnte man vielleicht auch anbieten. Dann könnte ich nämlich noch die eine Grünlandhütte nach Lissabon geben. Aber wie gesagt, Braganza, Sintra oder Porto. Vielleicht Santarem. Vielleicht Lagos. Ich bin nur auf eure Ideen, Vorschläge, Meinungen gespannt. Ansonsten haben wir jetzt alle Gegner auch noch kennengelernt. Ich hovere hier einmal noch kurz rüber, damit ihr auch die Amis seht, was die Franzosen hier so alles erobert haben. Mehr oder weniger. Und würde sagen, ich verabscheue mich und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis denn. Tschüss.